Guten Morgen. Gib mal ein Mikrofon. Geht alles. Hi. Wir machen heute mal wieder, vielleicht hoffentlich, ein Reparaturvideo. Ich weiß es nicht. Wir haben ein iPhone 10 und dieses iPhone 10 lässt sich nicht aktivieren. Wir haben WLAN, wir haben Netz. Es funktioniert alles einwandfrei, E-Mail, alles da, Empfang funktioniert. Ist das schon das Gerät? Ja. Wir können allerdings das Gerät nach wie vor nicht aktivieren. Wir können jetzt mal schauen, das ist jetzt an. Ja, ich mache jetzt mal hier, ich bin nur auf dem Ding, dann machen wir jetzt mal das hier und dann machen wir vielleicht noch das hier dazu. Und dann schauen wir, was hier passiert. Er versucht jetzt das Ding jetzt schon zu aktivieren. Es wird allerdings nicht funktionieren. Ne? Müssen wir ein bisschen laufen lassen. Oder wir probieren es selber nochmal hier unten. Ganz normal über TrueU-Tools. Ja, es passiert einfach nichts. Es kommt auch keine Fehlermeldung, es läuft dann einfach die ganze Zeit so weiter. Irgendwann bricht dann das Ding ab, die USB-Verbindung wird unterbrochen und das war's. Was wird jetzt hier kaputt sein? Ich habe einfach nur eine Idee. NFC. NFC-Kreis. Wenn wir hier wahrscheinlich einen Fehler haben, wahrscheinlich wird es auch so sein, dass wir hier das NFC-Modul nicht erneuern müssen, sondern wenn wir Glück haben, einfach nur einen Board-Rewall machen müssen, so wie es halt einfach immer Standard ist beim iPhone 10. Wo fast jeder Fehler mit einem Board Reball behoben werden kann. Das machen wir nochmal so, dann sehen wir mehr. Genau. Dann bauen wir mal die Platine aus. Gut. Ich öffne die Geräte jetzt mal hiermit. Ich gehe jetzt hier nicht weiter drauf ein auf das Ding. Ich werde mir dann nochmal, oder ist bereits bestellt, ein anderes Gerät holen, was auch die Apple-Mitarbeiter verwenden oder was auch bei Apple benutzt wird. Ich will hiermit einfach nur schonender das Gehäuse, das Display vom Gehäuse drin. Beziehungsweise nur diesen ersten Schritt oder das erste bisschen hier unten, um hier den Rahmen nicht zu verbiegen. Ganz einfach. Nicht zu verbiegen, nicht zu verkratzen. So ist das. Das ist natürlich, ja, ich habe das bis jetzt auch immer nicht mit sowas gemacht. Es ist auch scheißegal, es geht anders genauso. Bloß, ja, auch in der Form vielleicht ein bisschen weiter auf Qualität schaut oder ein bisschen mehr, dann macht sich es vielleicht bezahlt. Und wenn man da nur einen Kratzer damit ausschließen kann, dann hat sich doch schon wieder bezahlt gemacht eigentlich. Findet sich, ja, das kann jetzt jeder denken, was er will. Ich finde eigentlich das ganz gut. So, wir bauen jetzt die Platine mal aus. Hier ist, so wie es ausschaut, noch nichts gemacht worden. Das ist auch immer ganz gut beim iPhone 10. Hier ist zum Beispiel hinten steht die PlayStation 4, die ist gestern reingekommen. Und die ist laut und wahrscheinlich soll es nur gereinigt werden. Und da ist schon wieder jede Schraube ausgefotzt und die Schrauben nur halb drin und sonst was. Sowas, ja, das ist einfach furchtbar. Warum macht man das? Warum? Weiß man nicht so richtig wahrscheinlich. Gut. Das schaut sich nachher eh keiner an. Aber wenn ich jetzt das Ding jetzt zerlege und dann irgendwelche Fehler finde, die wo mir sowieso davor auch gar nicht mehr richtig zeigen konnte, machen wir es lieber so. Ungeschnitten und unverfälscht, dann passt das. So. Jetzt halt. Machen wir mal Platine aus. Also wir machen es jetzt ganz einfach und bauen jetzt die Platine aus. Werden das dann im iSocket, also werden die Platine trennen natürlich, machen die schnell sauber und werden dann im iSocket das Ding
versuchen zu aktivieren. Das müsste theoretisch auch funktionieren dann, wenn wir nichts anderes haben. Sollte das nicht funktionieren, schauen wir uns die NFC-Karte an und werden wir dann gegebenenfalls das NFC-Modul tauschen. Ja. So. Dann hier die Aufkleber runter. Am besten so, dass wir das vielleicht später wieder hernehmen können. Aber das sage ich eh überall dazu. Dann sieht das wieder ordentlich aus. Wenn das nicht klappt, dann klappt es nicht. Deswegen wird keiner das Gerät reklamieren bei euch, weil jetzt das Aufkleber nicht drauf ist. Aber solange wie die Möglichkeit besteht, kann man es ja zumindest ausprobieren. So. Gut. Sehen tut man hier noch gar nichts. Das passt alles. Das sieht gut aus. Dann machen wir mal das hier. So, helfen wir vielleicht hier ein bisschen mit, sonst dauert es dann doch ewig. Ich öffne eine Pinzette und dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht was sehen schon oder ob wir nichts sehen, immer nur mal nicht. Vielleicht hilft uns hier wirklich einfach ein Bottle Ball und fertig. Ja, wir sind einfach, sind so viele Fehler, die man beim 10er durch den Bottle Ball beheben kann, dass eigentlich alles vorbei ist. Gut für die Werkstatt, schlecht für den, der wo das Gerät gekauft hat. Anders kann man es nicht sagen. Es ist halt einfach für Werkstätten, die wo die Fehler reparieren können, schön, dass das Apple so gemanagt hat mit den Platinen. Und für alle anderen ist es einfach scheiße. Das ist einfach blöd gelaufen. Aber in allen nachfolgenden iPhones sind ebenfalls diese Sandwich-Boards verbaut. Und deswegen ist es so, wie es ist. So. Und das gleichmäßig warm. Jetzt kommt's. Dann machen wir das gleichmäßig warm und dann machen wir es halt direkt gleich wieder sauber und dann passt das auch alles. Hier sind alle Pads drauf, das schaut gut aus. Dann gehen wir wieder hier runter von der Temperatur. Gut. Dann machen wir schnell die Wärmeleitpaste weg. Gut, dann schauen wir uns das mal ganz kurz an, ob wir jetzt hier irgendetwas sehen würden oder mal ganz, ganz grob einfach, das schwarze hier ist das NFC-Modul. Wir können jetzt hier
ganz grob mal einfach schauen, ob wir irgendwie vielleicht. Irgendwo einen kurzen haben. Nur mal so ganz grob. Es liegt mit Sicherheit nicht in dem NFC-Modul. Ja, es wird einfach ein Bordproblem sein und fertig. Das glaubt zumindest ich. Und dann schauen wir mal. Gut. Dann machen wir hier das Ding sauber, wo ist meine Entlötlitze? Nirgendwo, weil die ist leer. Die ist aber hier hinten noch. Oh. Hier ist doch alles da. Gut. So. Da ich mal zwei von den Abstandhaltern drin. So, sind jetzt aber weg. Hier ist auch noch mal einer. Ja, also noch mal zur Erinnerung, ihr habt da diese kleinen Plättchen drin. Die sind einfach nur dafür da, dass das Board bei der Fertigung wird natürlich kein Typ daneben sitzen und sich anschauen, ob die Bordhälften sauber zusammen sind und das Ding sauber reboren und dann sauber zusammensetzen. Hier wird natürlich das maschinell gelöst und hier wird dann einfach Lötpaste aufgetragen oder ja, Lot aufgetragen und die Blättchen sind einfach nur als Abstandhalter drin, weil dann mittels Druck natürlich die Platinenhälften miteinander verlötet werden. Ja. So was gibt es auch zum Kaufen. So spezielle Preheater, wo du nachher dann das Teil einspannen kannst und das Board von oben mit ein bisschen Druck mit dem unteren Board verlöten kannst. Setzt natürlich dann aber voraus, dass man beim Reboren von dem Board dann diese Blättchen noch irgendwo drauf lässt. Und ja, das ist alles Schwachsinn. Sowas macht kein Mensch. Also ich kenne keinen, der wohl das so macht. Man kann das natürlich alles machen, aber das ist wirklich das Einzigste, worauf es hier zu achten gilt, ist dann einfach später, dass das obere Board nicht so verzogen ist. Das kommt nämlich eigentlich fast immer vor. Eben weil ja hier mit nicht darauf geachtet, ob das Board 1 Milliarde % genau auf dem unteren Board aufliegt. Selbst wenn es das tut, durch euren Entlötprozess verformt sich das meistens leicht. Dann liegt das nicht sauber auf. Und da muss man vorher schon schauen, weil sonst könnt ihr das Teil, ohne dass ihr da schaut, meiner Meinung nach zumindest, nicht mehr sauber zusammensetzen. Kann auch sein, dass das jetzt totaler Schwachsinn ist und dass das bei anderen ganz normal funktioniert. Ich habe bis jetzt da aber schon immer ziemlich Toleranzen festgestellt, wenn ich das jetzt alles hier sauber abziehe und das obere Board dann nochmal auf das untere drauflege, dann passt das meistens niemals zu 100% zusammen. Aber das kann ich euch jetzt dann gleich gern zeigen, wenn wir jetzt hier fertig sind. So, machen wir mal so. Wir haben es eigentlich schon fast geschafft mit der ganzen Action. Wir machen das jetzt hier schnell sauber. Schauen noch, ob wir irgendwelche Abstandhalter vergessen haben. Nö, dann kommt das weg. Dann machen wir das untere Board.
Gut. Es gibt jetzt hier natürlich 5 Millionen Möglichkeiten. Man kann jetzt hier sagen, oh, ich will das Ding jetzt einspannen in eine unten zur Unterhitze. Da gibt es ja für die PPD 120 ZIG-Module. Es gibt auch von gefühlt 7000 anderen Herstellern ZIG-Module dafür. Ich finde bei diesem oberen Board braucht sie keine Unterhitze. Die macht euch am Ende noch viel mehr kaputt, wenn die nicht sauber eingestellt ist oder wenn das sauber läuft. Ihr habt hier auf der anderen Seite die ganzen Konnektoren. Das liegt dann da alles auf. Das Board ist eh so dünn. Also ich finde nicht, dass man das braucht. Aber das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich habe jetzt hier, egal bei was ich hier runtergenommen habe, noch eigentlich kein Problem gehabt. Dass irgendwas nicht gescheit runtergeht oder dass ich da irgendwelche Probleme habe. So. Das war's hier auch. Machen wir das auch noch sauber. Zeige ich euch dann gleich mal, was ich gelernt habe. Es kann natürlich sein, dass sich das Board jetzt durch das Reinigen verzieht, durch das Draufdrücken, wie auch immer. Es ist halt wirklich, also es passiert da auf jeden Fall was. Und das sollte man auch dann beachten. Ja, also. Es ist meistens nicht so, dass man jetzt sagen kann, das kann man vernachlässigen. So, jetzt tun wir das mal auf das Board drauflegen. Und wenn ich jetzt das hier unten zusammenlege, ordentlich. Machen wir mal so. Dann seht ihr mal, wie weit das hier oben aufsteht. Ja. Und das ist genau das, was ich meine. Natürlich gleicht sich das jetzt noch aus. Ich meine, wir können jetzt hier draufdrücken, dann seht ihr mal, was das wirklich hier für ein Unterschied ist. Ja, ich finde auch, glaube ich, irgendwie das Mikroskop, es hängt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das merke ich jetzt gerade, aber ich glaube, dass das jetzt... Schauen wir mal, was jetzt passiert. Jetzt geht's. Wahnsinn. Ja, also, wie gesagt, ihr seht das hier. Klar gleicht sich das aus, da ist noch Lot dazwischen. Aber man sollte halt nachher schauen, dass man irgendwie ein bisschen, zumindest ganz minimal, den Ausleger hier ein bisschen, ja, biegt. Hört sich schon blöd an. Aber ihr seht schon, was das ausmacht. Jetzt sind wir nämlich auf dem Niveau. Ja, jetzt sind wir hier gleich, und zwar komplett auf dem ganzen Board. Und genauso sollte das danach sein. So, hier gibt es jetzt sowieso nicht mehr viel dazu zu sagen. Wir hauen wir das Ding jetzt in den Eissocket rein und schauen, ob wir es dann aktivieren können. So. Was brauchen wir jetzt noch? Dock. Dockflex, Dockflex und ein Display. Ich voll drauf, hätte ich vielleicht mal das Kabel angeschlossen. Normal ist es wurscht, aber über das Display kann man dann doch besser nachvollziehen, dass das auch geklappt hat. So, machen wir das so. Und dann brauchen wir eigentlich nichts mehr weiter machen. Jetzt ein Dockflex holen, kaufen wir jetzt schon was gesagt. Ganz easy.
das USB-Kabel hier, das ist länger. Das tue ich einfach hier. Dann das Dockflex. Und dann dies. Und jetzt hoffen wir, dass wir das Ding aktivieren können. Jetzt können wir das NFC-Modul auch nochmal machen. So, jetzt müsste das erstmal angehen. Irgendwann. Jetzt. Dann gehe ich hier mal. Ja, wir schauen jetzt mal ganz kurz. Das ist sauber startet, jawohl. Ich habe hier keine Verbindung zum PC. Warum auch immer. Vielleicht ist das auch kaputt. Dann nehmen wir mal das andere. Vielleicht ist das Kabel hier kaputt. Das Kabel oder der Dock. Irgendwas muss nicht so hundertprozentig sein. Ich nehme jetzt mal nur den iSocket mit. Ohne diese Base. Und schauen wir, was hier passiert. Entweder ist der Dock im Arsch. Ja, fein. So. Irgendwas stimmt jetzt hier schon wieder nicht. Schließe mal den Dock von dem Gerät selber an. Das geht auch nicht. Dann schalten wir das nochmal aus. Dann gehe ich mal kurz mit der ICC da drauf. Aber eigentlich kann hier nichts sein. Das kann jetzt nicht funktionieren. Eigentlich kann jetzt hier nichts sein. Das gibt's nicht. Und den Dock jetzt hier nochmal. Perfekt. Ihr seht jetzt hier auch gar nichts. Das ist jetzt ein bisschen beschissen, aber es hilft nichts. Vielleicht machen wir das so. Ich habe jetzt hier den ICC. Aber wir können ja keinen Fehler haben am Hydra. Das muss eigentlich funktionieren. Jetzt starten wir das dann gleich nochmal. Das schaut alles gut aus. Mal schauen, ob das klappt. So. Dann sollte das jetzt angehen. Vielleicht gibt er jetzt aber die USB-Verbindung nicht frei. Ich habe keine Ahnung.
einfachsten Sachen. Obwohl, ich habe jetzt irgendwie einen Denkfehler. Die einfachsten Sachen sind ganz gut. Ich schaue mir mal ganz kurz das an. Hier haben wir aber zu 990% keinen Fehler gemacht. Das sieht alles top aus. Was ist das da zusammen? Nichts. Unglaublich. Problem. Ansonsten habe ich noch eine andere Idee, was wir machen können. Jetzt lassen wir das nochmal starten. Hier ist das Display nicht mehr dran, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ansonsten wüsste ich noch was anderes, das können wir dann gleich ausprobieren. Schauen wir mal. Wir können ja mal schauen, ob man das Ding überhaupt über hier aktivieren können. Über das IDFO hier einen Recovery Mode herkriegen. Das geht auch. Das geht, da ist zumindest eine Verbindung da. So, jetzt tun wir den nochmal beenden, den Recovery Mode, und schauen wir mal, jetzt startet das Gerät nochmal neu. Schauen wir, was dann passiert. Wenn nicht, dann probieren wir es anders. Dann nehmen wir uns hier einfach die WLAN-Antenne für eine Verbindung zu dem Router, der über 3 Meter weiter steht. Sollte es eigentlich reichen. Wenn die nicht im Rahmen verschraubt ist, dann schauen wir, ob wir das so aktivieren können. Ich habe jetzt noch die Vermutung, dass es irgendwie nicht geht, weil vielleicht wir kein Akku dran haben kann, original. Der macht auch teilweise extrem viel aus. Da haben wir auch schon Probleme gehabt, dass wir das nicht wiederherstellen können. Oder nicht, das nicht ordentlich durchläuft. In der Wiederherstellung, wenn da kein richtiger oder kein
Akku, an dem es dran hängt, sondern das Netzteil. Das ist jetzt natürlich alles schon wieder mega geil. Naja. Gut, dann schauen wir mal, was so passiert. Tun wir das mal weg hier. Platschen wir hier die WLAN-Antenne drauf. Das Display noch. Ich würde das auch gerne mit einem Akku machen. Ich habe bloß leider keinen Akku da, ganz ehrlich. Ich habe keinen neuen Akku da und die zwei oder drei, die wo ich da habe, die sind glaube ich leer. Von dem her wird das hier dann jetzt nichts werden. So, dann schauen wir mal, ob wir das so schaffen. Verstehe nicht. Also das, wenn wir noch einer erklären kann, das werden wir jetzt dann schauen, ob das jetzt so funktioniert. So, die Fritzbox, die wir brauchen, wo ist die? Die ist hier. Und schauen wir mal, ob wir das Ding so aktivieren können. So, das hat funktioniert einmal frei. Immer noch keine PC-Verbindung. Also es lag der Aktivierungsfehler nur an dem Bordproblem. Das haben wir jetzt gesehen. Allerdings immer noch keine PC-Verbindung. Ja. What the fuck? Das letzte Mal auch wieder, ich habe ewig umeinander probiert und das Problem lag dann wirklich daran, dass das Ding nicht über einen normalen Akku angeschlossen war, sondern in dem Eishocket drin hing und deswegen keine Verbindung da war. Es war wirklich so, entweder ist das schon kaputt, der Eishocket, oder irgendwas stimmt nicht. Also gut, dass was nicht stimmt, steht natürlich außer Frage, aber gut. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir rebauen das Board, bauen das zusammen und dann gehe ich davon ganz hundertprozentig aus, dass dann wieder alles geht. Glaube ich einfach. So, wir nehmen wieder den Stencil, diesen Quan Li. Für mich nach wie vor der beste Stencil, wenn es um das geht. Und unsere Unterhitze. Anderer sagt, das ist Schwachsinn. Das geht auch anders. Es geht immer alles anders. Das Problem ist nur, dass das 10er-Board und diese Sandwich-Boards extrem viel Hitze wegschlucken und das sonst ewig lang dauert zum Reborn. Und dass das ewig lang dauert, das ist halt einfach Fakt. Also nicht ewig lang, aber das dauert halt einfach, bis das die Hitze angenommen hat und bis dann mal das losschmilzt. Und so weiter und so fort. Dann machen wir das doch easy. Und machen wir das so und dann haben wir kein Kopfweh. Gut, das Board kommt hier rein. Das passt. Stenzel drauf, Lötpaste her, let's go. Dann machen wir das hier unter dem Mikroskop noch ein bisschen. So. Also der Schalter ist ganz gut aus. Zumindest hat die Aktivierung schon mal funktioniert. Dann können wir das schon mal abhaken.
Aber ihr seht schon, wenn ihr da nicht irgendwie schon mal Erfahrung gesammelt habt in dem Bereich, wie jetzt hier, dass man vielleicht dann schon sich denken würde, oh ja, okay, es könnte schon an dem Eishocket liegen, dann fangt ihr jetzt wahrscheinlich hier das Suchen an, wie Behinderte, bis zum geht nicht mehr und kommt zu gar nichts, weil ihr es einfach nicht finden werdet, weil man einfach erst einmal die Situation haben muss, wo man es jetzt dann danach, also ich würde fast garantieren, dass das jetzt ganz normal funktioniert. Jetzt ist mir die scheiß Skalpellklinge abgebrochen, das ist natürlich ganz gut. Na, komm her, das ist das Richtige. So. So, so, so. Tja, aber was wollte ich sagen? Dann sucht man hier jetzt stundenlang für gar nichts. Ne? Also, man muss sowieso das Board jetzt erst einmal rebollen. Dann schaut man sich das an, was dann passiert, und dann gucken wir mal. Gut. Hier kann man das noch mit dem Messer drüber abziehen. So, unsere Unterhitze ist auch schon warm. Und dann können wir das hier mit dem Tuch leicht abwischen. Gut. Das sieht gut aus. Hier drauf. Fertig. Und die Hitze her. Das ist ein bisschen höher. Und da liegt das jetzt halt einfach drauf, so wie immer. Und lassen wir es jetzt mal warm werden. Da jetzt 5 Minuten, sondern müsst ihr jetzt warten, weiter scrollen, irgendwas machen, weiterspulen, aufs Video scheißen, ich weiß es nicht. Weil das muss ein bisschen warm werden. Schauen wir gleich weiter. Jetzt halt räume ich mein Zeug hier auf. Und dann passt das. Das. So, und während das jetzt hier so ein bisschen warm wird, probieren wir das einfach schon mal aus. Also wenn ihr hier Unterhitze dazu gibt, das bringt euch so extrem viel, dass alles vorbei ist. Man kann es nicht anders sagen, es ist halt einfach so.
Und jetzt dürft ihr nicht vergessen, wir haben vorher das Board schon ausgerichtet ein bisschen. Das wäre jetzt dann was, das, was wir jetzt hier danach auch noch machen könnten, theoretisch, dass wir die Bordhälften nochmal aufeinander legen und mal schauen, passt das überhaupt ordentlich zusammen. Das Problem wird dann sonst sein, dass ihr habt vorher gesehen, was für Toleranz das hatte. Das kriegt ihr so, wenn ihr das nicht anschaut, außer ich labere jetzt Scheiße oder das tut sich nochmal anders. Ich habe das ja noch nie so ausprobiert, jetzt das so zusammenzulöten. Aber ich sage jetzt einfach mal, dass das so nichts geworden wäre. Eine Chance, dass sich das irgendwie wieder anders ausrichtet, irgendwie noch verzieht durch die Hitze, dass auf einmal alles gerade wird und alles sauber zusammenpasst, die würde ich als Null einschätzen. Also von dem her. Schaut euch die Bordhälften ein bisschen an. So, und jetzt merkt ihr hier schon, dass das ordentlich funktioniert. Ja, so wie hier, das könnt ihr vergessen, ohne Unterhitze. Also, mit, dass ihr so schnell so weit seid, also nehmt ihr 450 Grad her. Hier ist jetzt eine Verbindung nicht ganz da, das sieht man glaube ich auch. Das eine, das ist die eine Kugel da mittendrin. Dann kommen wir hier ein bisschen Lötpaste. Lötpaste tun wir ganz sicher nicht mehr drauf. Sondern einfach ein bisschen Frostmittel hin tun. Und dann passt auch das. Das kann man sich immer ein bisschen beobachten, wie sich das verhält. Ab und zu sind dann Stellen dabei, wo es nicht hundertprozentig sich verbunden hat. Und dann helfen wir da einfach mit ein bisschen Frostmittel nach. So, das war's dann im Prinzip. Schon. Runter damit. Die Unterhitze kann man ausschalten, die brauchen wir nicht mehr. Das war's. Dann haben wir hier unseren Stencil. Das Schöne an dem Stencil ist halt, dass er jetzt heiß ist. Alter Schwede. Das Schöne ist halt, dass das wirklich in dem Teil funktioniert. Und zwar immer. So, jetzt kommt das ja weg, wir schauen uns das gleich an, das Ergebnis, aber wir machen uns erstmal das Ding sauber. Das ist auch was, was für viele Fremdwort ist. Einfach nochmal irgendwas sauber zu machen oder es gleich sauber zu machen, das halt einfach alles passt, hundertprozentig. Klingt komisch, ist aber so, wenn ich mir manche Werkstätten anschaue oder wie es da ausschaut. Klar funktioniert das ist auch gar kein Thema und das ist auch nicht schlimm. Aber wenn alles seinen Platz hat, ich finde das geil. So, das ist sauber, das passt. Dann schauen wir uns das mal an, wie das hier ausschaut. Das sieht alles gut aus. Hier unten haben wir ein bisschen zu viel Lötpaste wahrscheinlich reingepresst. Es dürfte zwar nur Ground sein, das tue ich trotzdem die Verbindung wegkratzen hier. Jetzt habe ich die ganze Glückkugel weggekratzt. Schauen wir. Jetzt machen wir hier mal, gehen wir hier mal drüber. Dann werden wir das nochmal abwischen und uns nochmal genau anschauen. Was jetzt hier so ausschaut, wie jetzt wenn manche unterschiedlich wären, das ist wirklich, weil natürlich das ein bisschen täuscht durch das Flussmittel, was die Kugeln, wenn das größer erscheinen lässt, dann machen wir uns das hier weg und dann ist das eigentlich alles 2000%.
Gucken wir uns das nochmal an. Ein Rand frei. Das schaut gut aus. Dann kommen wir wieder hier auf unsere Unterhitze. Wir können auch jetzt nochmal das Ergebnis anschauen hier. Wenn wir jetzt die zwei Sachen hier aufeinander legen würden, dann schaut das gut aus. Wunderbar. Kommt das hier drauf? Dann brauchen wir hier ein bisschen Flussmittel, weil sonst wird das jetzt dann erschmoren. Brauchen wir nicht übertreiben, das wird sowieso sich sauber verteilen hier drin. Gut. Hier drauf. Das. Und dann machen wir das nicht so Quatsch. Geben wir wieder Gas an unsere Unterhitze. Und dann funktioniert das. So. Jetzt müssen wir auch wieder kurz warten. Dann ist das zusammen. Und dann haut es hin. Dann machen wir noch einen Test. Und dann ist es fertig. Derzeit können wir den Stencil hier wegtun. So. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Wir schauen mal jetzt noch, ob das funktioniert, ob auch die USB-Verbindung wieder da ist. Wo ich nach wie vor immer noch, kann man jetzt mal oben den Connector anschauen, vielleicht ist da irgendwas noch. Oh, steht es überhaupt nicht. Sieht auch alles gut aus. Schauen wir mal. Jetzt können wir hier, wenn wir jetzt das hier fürs Video machen, ein bisschen beschleunigen, weil sonst dauert das wirklich lang. Das heißt lang, es dauert jetzt nochmal für 2-3 Minuten. Dann machen wir das jetzt so, dann ist das schneller vorbei. Gut, und dann passt das hier wieder 10.000%ig, das sieht super aus. So, jetzt kann man das hier abschalten und wieder ausstecken. Die normale drauf. Derzeit kühlt das hier ein bisschen ab. So, dann legen wir das jetzt mal hier auf die Seite minimal auf die Seite legen, was ist das für ein Scheiß? So, die kommt auch weg. Schalten wir unsere Absaugung kurz ein. Ich habe die schon auch immer an, plus für die Videos halt einfach nicht, weil da ein paar Störgeräusche drauf kommen, das ist nichts. So, jetzt können wir einfach hier das Board an die Absaugung hängen, ihr seht es hier, und dann kühlt es ab innerhalb von Sekunden. Gut. Es ist schön kalt. Dann schauen wir uns das mal an kurz hier, wie das so aussieht. Und ihr seht, dass das hier ordentlich sauber aufliegt. Das passt. Ja? Dann bauen wir das ein. Die Platine.
Und schauen wir mal, was passiert. Allerdings wirklich so einen Fehler noch nie gehabt, also es kann auch wirklich jetzt nicht funktionieren. Dann muss man weiter schauen mit der USB-Verbindung. Ja, normal hat das auch im iSocket jetzt immer funktioniert, einmal frei. Aber wer weiß, vielleicht hat es da jetzt irgendwas blockiert. Ich weiß es jedenfalls nicht. Aber das wird sich ja gleich zeigen. Sonst lesen wir mal alles an hier. Gut, schalten wir es an. Jetzt ist der Akku leer. Das ist natürlich. Ah! Genau. Genau so. Aufladen geht schon mal einmal frei. Jetzt geht es Gott sei Dank an. So, also wir haben das Ding aktiviert bereits, das passt. Der Akku, der steht hier auf 85%, das ist schon nicht mehr so gut. So, jetzt haben wir auch wieder eine USB-Verbindung. Das passt, wie gesagt, ihr habt es genau, Trust, das Problem wird einfach gewesen sein, das iPhone schaltet ja die USB-Verbindung irgendwie, wenn ich das Ding ausschalte, kann es sein, dass die USB-Verbindung abschaltet und tut ihr erst dann wieder freigeben, wenn ich das Teil aktiviert habe oder wie auch immer. Kann auch sein, dass er das über den Akku checkt, nicht, dass ich es aktiviert habe, aber es kann wirklich sein, dass es mit dem iSocket und dem keinen Akku dran zu tun hat. Es ist wirklich... Ich habe das letzte Mal auch bei Wiederherstellung und Update gemerkt, im iSocket mit einem Netzteil dran funktioniert das meistens nicht ordentlich. Jetzt wird es 20 andere geben, die wohl sagen, das ist Schwachsinn, das funktioniert bei mir jedes Mal, das mag sein. Das hat, glaube ich, bei mir auch mal funktioniert. Mit einem Original-Akku funktioniert das anders oder besser. Ja, also wir sehen jetzt auch, dass das wieder da ist. Das haut hin. Das Ding ist aktiviert, wir haben eine E-Mail. Das sollte auch alles passen. Passt. Bucket hat Luft. In dem Fall kann man sagen, das haut wieder hin. Ich schaue jetzt mal ganz kurz nur hier, ob die Dings funktioniert noch. Einfach so Interesse halber. Die Face ID funktioniert. Ja, da. Auch das Gesicht gescannt. Gut, mir gibt es nichts zum Sagen. Hat jetzt so 55 Minuten gedauert, aber ich glaube, es war ein bisschen Erklärung und Hilfe dabei. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Ich bin morgen nicht da. Ich fahre morgen auf eine Hütte nach Österreich und werde mich so vernichten, dass alles vorbei ist. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn ich dann noch lebe oder nicht irgendwo erfroren bin oder sowas. Ansonsten war es das mit dem Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Servus, ciao.